Hallo, hallo, hallo. Jetzt wieder eine neue Folge von Global News. Wir haben wieder jemanden am Telefon und den rufe ich jetzt irgendwo in der Welt an und mal sehen, ob es jetzt klappt direkt. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich wähle den Pujan an. Der Pujan, der ist unterwegs in der Tschechei. Mal gucken, was er zu berichten hat. Na, es klingelt schon. Moderne Technik. Ah, Pujan moin, in der moin. Tschechei! Servus, Was machst du Fritzelmann. denn? Alter, ich sag dir, was für ein Abfuck. Wir sind hier gerade 2 Milliarden Treppen sind Zwei wir gerade hier Milliarden. hochgelaufen. Um 2 Milliarden könnten aber auch ein paar Millionen plus minus sein. Ich zeige euch mal die Treppe, kommt mal mit. Das ist eine Katastrophe. Ich habe Blut und Wasser gekotzt. Ich hätte vorher kein Bier trinken sollen, glaube ich. Du bist in Prag, oder? Hier knallt die Sonne. Ich bin in Prag, genau. Extra nur für Shoki Banuki Global News. Und jetzt schauen wir mal hier runter, die Treppe runter. Guckt ihr das an? Und wir haben 2 Milliarden Grad und ich bin 4 Milliarden Stufen Moment, eben waren hochgelaufen. es 2 Milliarden 4 Stufen. Milliarden. Ja, aber ich musste mal zurück, weil ich mein Getränk unten vergessen habe. So, und hier sehen wir einen sehr, sehr schönen Ausblick auf ganz Prag. Extra für euch, Schoki-Banuki-Fans. Und wir sind hier oben an der Prager Burg sozusagen. Und von hier oben kannst du wirklich auf die ganze Stadt schauen. Und das ist echt der Hammer. Da hinten sehen wir sowas wie, ich glaube, das ist der große Fernsehturm vom Feldberg da hinten. Ich hoffe, ihr seht das da. Dann haben wir hier irgend so was Kirchliches mit der Kuppel drauf. Könnte auch einfach nur ein Zeltplatz sein. Ich weiß es nicht. Ich sehe momentan Farben, wo keine sind. Also ich habe meine Sinne nicht mehr unter Kontrolle. Hinter mir Leute mit Kameras, die nicht wissen, dass das Objektiv in meine Richtung gehört. Aber gut, sind Ja Anfänger, gut, die kann man lernen nichts ja dazu, machen. die Tschechen. Bei euch alles okay? Ja, Hallo, ich höre dich hallo? ganz schlecht gerade. Du hörst mich ganz schlecht gerade. Dann lass mich Ja, mal kurz schauen, woran das liegt, jetzt ist dass du mich ganz besser. schlecht hörst. Ah, Genau. jetzt ist Ja, besser. die Tschechen, Gut. die lernen ja dazu, die müssen ja wissen, dass du eigentlich der Star bist da. Ja, Hammer, Hammer. Ich sag dir, was hier abgeht, Aber das das ist ist löblich, brutal. dass du auch Sport machst im Urlaub. Ja, du. Lieben Gruß an Rosario, Steigerungsläufe im Urlaub in den Alltag einzubauen, das ist die große Kunst. So im Keller Na verstecken, das kann sich klar. jeder, ja. Aber hier geht's richtig zur Sache. Die Jungs mit der MP schauen schon gemütlich. Ich wink mal in die Runde. Hallo, Freunde. So. Ja, Ja. Wollt ihr noch ein bisschen was sehen? das Ganze Da musst kommt du mal noch ein bisschen mit. steigern mit Einkaufstüten. Habe ich tatsächlich gestern gemacht. Eine riesige Einkaufstüte mit allem, was das Herz begehrt, bestimmt 4 Milliarden Kilometer lang die Und Treppe 8 hoch. Milliarden Kalorien da drin. So. Genau. Und das hier ist der eine berühmte Baum in Prag. Das ist der sogenannte grüne Hä? Baum. Denn hier wachsen tatsächlich auch Nee. Blätter. Und da sind die Prager ganz, ganz stolz drauf. Der Rest, wenn wir mal hier auf die Hügelkette schauen, dieser sogenannte Wald, das ist alles künstlich angelegt, das sind alles Kunstbäume. Das ist der letzte verbliebene, tatsächlich reelle Baum, das sieht man auch an diesen gelben, vertrockneten Blättern mittendrin, das ist das Einzige, was von der Natur geblieben ist. Ansonsten ist hier alles künstlich. Faszinierend. Die Bäume sind künstlich, das Eis ist künstlich, das Bier ist künstlich, an vielen Frauen ist so manches künstlich. Also hier ist echt eine ganze Wie Menge viele, weißt du künstlich. denn, wenn du in Prag bist, weißt du denn, wie viele künstliche Einwohner da in Prag rumlaufen? Redest du jetzt von A- und B-Körbchen oder von richtigen künstlichen Nee, ich meine Einwohnern? jetzt, wie viele Einwohner hat denn Prag? Wenn du schon da bist, muss man sich ein bisschen informieren, oder? Ah ja, ich würde sagen, wir haben hier bestimmt mal mindestens, also um den Daumen Oh. gepeilt, um den linken, weil der rechte ist ein bisschen genau, um den Daumen, weil über ist ja schon wieder drüber. Ich würde sagen, so anderthalb bis zwei. Ah, es sind nur 1,28. Ja. Anderthalb bis zwei. Ja gut, du hast wahrscheinlich die ganzen Touristen nicht dazu gezählt. Das war jetzt wieder Ja, mein Fehler. klar. Du hast gesagt künstliche. Künstlich heißt für mich auch Da künstlich ist er wieder, der hinzugekommen. Und Ausreden-Puh. hier kannst du mit 300.000 Touristen pro Tag kannst du schon rechnen. Also sind wir wieder bei Halt anderthalb. doch mal Also alles halt doch mal richtig den gemacht. Finger in die Luft und was glaubst du,
Wie viel Meter hoch ist denn über normal Null Prag? Also, wo mein Finger ist, naja, oder wo ich Finger bin? Du kommst ja schon wieder mit, wo mein Finger ist. Okay, weil mein Finger kann ziemlich weit hoch. Ja. Das sage ich gleich. Gut, ich halte jetzt mal den Finger hoch. Kameramann, haben wir das? Mhm. Aha, sagt der Kameramann. Also ich würde sagen, mein Finger ist so roundabout 40 cm über meinem Kopf. Mein Kopf ist roundabout 1 Meter und 50 über den Rest, also unterhalb des Kopfes. Und die Fußsohle würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Prag liegt jetzt nicht gerade wirklich im Marianengraben, also schon oberhalb des Meeresspiegels, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder? Wie liege ich da mit meiner Schätzung? Oberhalb des Meeresspiegels, sagst du? Ja, ich habe doch schon eine Zahl genannt. Nee, keine Zahl genannt? Der Kameramann nickt, sagt, was ja, hast du für eine Zahl genannt? Du, boah, jetzt muss ich alles wieder zusammenrechnen. Sag's doch einfach. Na, ich will das mal. Ich sag mal, das sind hier 500 Meter über Meeresspiegel. Nee, 192 Meter über normalen Null seid ihr. Über normalen Null, wir reden aber über den Meeresspiegel. Du musst echt besser recherchieren. Ehrlich, was heißt denn das eine, was heißt das andere? Normalen Null ist, wenn so eine normale Null wie du daherkommt mit dem Zollstock. Dann misst der. Das ist eine normale Null. Wie lange bleibst du noch in Prag? Ich werde morgen früh die Zelte abbrechen, weil morgen Mittag kommt der Vermieter und will sein Geld haben. Und dann sind wir schon auf den Weg nach Wien. Und von dort aus schnell über die Grenze. So schaut's aus. Also, bis dahin, schöne Grüße aus Prag. Das war wieder genaue News. Das nächste Mal wieder Pujan irgendwo aus der Welt. Ich bin gespannt. Cheerio, Miss Sophie.